Bei uns am See Zanderangeln im Sommer ganz schwierig. Saure Gurkenzeit, Sommerloch. Erst im Herbst beißen die wieder richtig. Höre ich ganz oft und von ganz vielen Gewässern, vor allen Dingen in Seen. Und woran das liegt, dass du sie im Sommer nicht kriegst? Erst im Herbst wieder. Woran genau? Das zeige ich dir in diesem Video. Angelstier. Schön am Grund. Und es kommt nichts. Wo sind sie? Fragst du dich dann nach ein paar Stunden, wenn du sie am Grund nicht kriegst. Wegziehen. Jetzt, oh, er hat noch genommen. Oh. Aber warum solltest du dann den ganzen Sommer über weiterhin am Grund werfen? Und wo der Zander in deiner sauren Gurkenzeit steckt, hättest du nie für möglich gehalten. Jetzt haben wir Hochsommer. Jetzt bin ich an einem riesengroßen See in der sauren Gurkenzeit. Und ich brauche ein Boot, um dir wirklich detailliert zu zeigen, wo sind sie, wie läuft's. Schauen wir doch mal, wo sie genau stecken. Die sind nämlich da. Und die beißen auch. Schöne Struktur hier. Wahrscheinlich kennst du das in deinem See. Auch deine Spots, ne, wo du halt weißt, zu bestimmten Zeiten fängst du da deine Zander. Angelst hier. Schön am Grund. Ganz normal. Schön faulenzen mit dem Kauli. Klassiker. Und es kommt nichts. Im Hochsommer, in den Sommermonaten, warum kommt da nichts am Grund? Kannst du 8 Stunden durchfischen. Ich habe vorgestern mal 2 Stunden so einen geilen Bereich beangelt und hatte in 2 Stunden einen Mini-Zander gefangen. Klar, habe ich mich auch gefreut, ne? Aber es wurmt einen doch dann. Wo sind diese Fische? Das kann doch nicht sein. Und dann ab Herbst irgendwann Fenster auf den bestimmten Spots wieder. Und dann denkt man natürlich, naja, die fressen erst im Herbst wieder, weil die sich für den Winter noch Fett fressen wollen und was man da nicht alles hört oder auch selbst dann glaubt. Genug am Grund geworfen. Jetzt gucken wir doch mal nach, wo sie stehen. Jetzt kommen ganz viele, die sagen, das hat doch nichts mehr mit Angeln zu tun. Das ist doch Schummeln, das ist doch Gameboy-Angeln. Das hier ist in erster Linie eine Informationsquelle, was im Gewässer sich zu bestimmten Phasen im Jahr abspielt. Seh's doch als sowas. Oder willst du nach 8 Stunden werfen auf deinen Spots, die im Herbst immer liefern oder die im Juni noch liefen, die Informationen nicht haben nach ein paar Stunden Angeln, ohne Kontakt vielleicht, was los ist, wo die Fische sich aufhalten, was du vielleicht umstellen könntest. Das ist so viel, was man daraus lernt, auch in der Gewässerökologie, wie das im Jahr sich verändert, warum sich die Fische wann, wie verhalten und wo einstellen, dass das so eine spannende Sache ist, dass ich so dankbar bin, dass wir in einer Anglergeneration leben, wo wir die Möglichkeit haben, diese Informationen zu holen. Und die können wir auf verschiedenste Art und Weise nutzen, um an den Fisch zu kommen. Und wenn du das ganze Jahr an deinem Gewässer, an deinem See zum Beispiel, immer das Gleiche machst, immer am Grund faulenzen an den und den Spots, dann wirst du auch immer nur zu einer bestimmten Phase im Jahr dort erfolgreich sein und nicht das ganze Jahr über. Und es ist wichtig, dem Zander hinterher zu angeln, aber auch zu wissen und zu verstehen, warum ist der Zander dann dort, dann da und dann wieder nicht da. Und wo der Zander in deiner sauren Gurkenzeit steckt, hättest du nie für möglich gehalten. Ich kann schon mal sagen, dass ich mit der investierten Angelzeit, die ich in diese Echolotechnik investiert habe, die größten Erkenntnisse der letzten Jahre über die Zander gewonnen habe. Und da es hier auf dem Kanal um das pure Zanderangeln geht, halte ich diese Information nicht zurück. Jetzt sind wir gerade hier drüber gedriftet beim Moderieren und da ist ein Fisch durchgekommen durch die Drift. Hier. Auf 4,5 Meter. Und so sieht ein Zandersignal aus auf dem 2D-Sonar. Einfarbig, eine klare Kante durch diesen harten Panzer. Ne? Also ich kann mittlerweile auch die sehr gut unterscheiden, also die Raubfische von den Friedfischen. Ne? Also so sieht ein Signal aus, was auch eine gewisse Stärke hat und immer dicker ist als dein Köder. Da ist einer. Guck mal, wo der steht. Es ist 15 Meter tief und er steht bei 6 Meter. Bei Sonnenschein. Hätte man das gedacht? Und jetzt mit Gefühl rangehen. Dass ich den Seeeis noch lange nicht, dass er auch beißt. Boah, er hat gebissen. Alter. Der Fufu-Effekt hat schon mal funktioniert.
Boah! Da ist er. Yes! Boah! Ist der bockig und geil drauf. Sie fressen im Sommer. Sie sind aggressiv. Sie haben Bock. Du musst sie nur befischen. Und zwar gezielt beangeln, dort wo sie sind. Und das ist der Schlüssel. Boah! Ist das nicht toll? Zu wissen, was man tut und auch warum man es tut. Was man machen muss, um auch jetzt an den Fisch zu kommen. Ich finde das Bombe. Der sitzt so sicher. Haut er sich halt rein, den 16er, ne? Weg. Ein geiler Fisch. Wirklich. Ich ärgere mich jetzt schon fast, dass der gleich beim ersten gebissen hat. Ja, weil es ja viele Stimmen gibt, die sagen, es hat nichts mit Angeln zu tun, man nervt den Fisch so lange, bis er beißt oder irgendwas. Du, der Fisch hat immer das letzte Wort. Es gibt Beißphasen, es gibt auch Stunden, wo die zickig sind, wo sie auch nur neugierig sind nach Wetterumschwüngen und so. Die Geräte holen ja den Fisch nicht. Das ist immer der Angler und ich finde es auch geil, dass immer die Natur und der Fisch das letzte Wort hat. Weil manchmal fährt man stundenlang rum, findet nichts, dann hat man mal einen, der will nicht. Nur sowas gibt's zuhauf. Aber jetzt, das war natürlich Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Ich sehe es auch teilweise kritisch, dazu später mehr. Aber ich bin doch dankbar, dass ich weiß, was los ist, wenn am Grund nichts kommt. Und ich dachte schon, ich kann euch den Sommer gar nicht richtig zeigen, weil es heute Morgen so ein bisschen schmuddelig war. Jetzt kommt der richtige Hochsommer. Es ist warm, man könnte baden gehen, so warm ist das Wasser. Und warum die Zander sich nicht am Grund aufhalten, erkläre ich dir auch gleich. Es liegt schon mal nicht am Futterfisch. Ja, wenn du Futterfischwolken irgendwo im Freiwasser siehst, dass man immer sagt, ja da, wo der Futterfisch ist, ist der Räuber nicht weit. Das liest man ja immer. Beim Hecht, ja. Dem Zander ist das egal, gerade tagsüber. Ne? Es gibt so Riffsbänke, wo sie abends zur Dämmerung oder nachts hinziehen. Da kann man sie auch noch am Grund auch kriegen. Geht. Oder mit dem Wobbler auch. Haben wir auch schon alles gezeigt im Kanal. Guck mal hier nach, verlinke ich mal was von. Aber es gibt zu bestimmten Temperaturunterschieden in der Wasserschicht bestimmte Schichtungen. Oben ist es ganz warm, wenn du schwimmst. Und wenn du tiefer tauchst, wird es eiskalt zum Beispiel. Und Wasser hat verschiedene Dichten bei verschiedenen Temperaturen und spaltet sich voneinander ab. Das nennt sich Sprungschicht oder Sprungschichtungen. In jedem Gewässer ist das unterschiedlich, wie tief die liegt, je nach Trübung, Gesamttiefe und auch Temperaturen. Und erst im Herbst, wenn das Wasser oben kalt wird, sackt das nach unten in die kalten Schichten durch und ist überall gleich temperiert fast. Und dann stehen die auch wieder gern am Grund an Strukturen. Dann fängst du wieder schön gefaulenzt an deinen Geheimspots. Aber jetzt im Sommer halten sich die Zander überall und nirgends in bestimmten Wohlfühlschichten auf. Das heißt, sie stehen nicht am Grund, sie stehen im Mittelwasser. Und jetzt hast du dieses Wissen. Aber warum solltest du dann den ganzen Sommer über weiterhin am Grund werfen? Oder im Sommer keine Zander angeln, ist ja keine Option. Und erst wieder im Herbst anfangen, wenn sie wieder angeblich fressen. Die sind im Herbst wieder an deinen Ecken, wo du es im Herbst auch kriegst. Und auch im Juni immer an den Ecken, wo du es im Juni kriegst. Aber wo sie jetzt sind, diese Information, damit kann man verschiedenste Sachen machen. Nicht nur mit dem Echolot vertikal angeln, das ist eine Variante. Ich werfe sie auch im Freiwasser. Wenn ich die Information habe, auf welchem tiefen Niveau halten sie sich in einem Gebiet besonders auf. Weil das zeigen mir die Echolote ja auch. Das Sidescan, das 2D-Sonar zum Beispiel auch. Und dann einfach entweder in die Drift gehen oder verankern und dann einfach mit Geduld und Spucke werfen. Du musst nicht die Geräte haben, um im Freiwasser Zander zu fangen. Leichten Kopf nehmen, damit du langsam angeln kannst, weil du brauchst ja langsam einen Köder, dass der Zander gut reagieren kann. Deswegen klappt vertikal so gut, weil er Zeit hat, zum Köder zu kommen. Und hier muss halt langsam angeln, leichten Kopf, ein bisschen das Gefühl für die tiefen Bereiche, auf die er laufen soll, haben. Und dann schön bei dem ruhigen Wetter aus der Drift ganz sanft angeln. Yes! Ja! Auch geworfen, klappt's! Wenn man weiß, wie hoch sie ungefähr stehen, kriegst du auch da manchmal ein. Also nicht nur auf die Technik verlassen. Bleikopf an die Tiefe ein bisschen anpassen, dass er schön langsam läuft und nicht so durchsackt. Und dann an die Tiefe halt, die man fischen will. Und irgendwann ist da auch einer dabei.
Heute bei dem Wetter, wo du halt kaum Drift hast, kannst du das wunderbar machen. Wenn du weißt, jetzt sind im Freiwasser und selbst wenn du eben da blind wirfst, einfach blind ohne Echolotgeräte, einfach noch eine bestimmte Tiefe mit Gefühl für den Köder wirfst, bist du immer noch näher am Fisch, als wenn du weiterhin am Grund unten angelst. Na? Ja. Schon die Abdrift mit Bremsen? Na, er kommt gucken, er kommt gucken. Er kommt. Na? Oh. Na los. And it's gone. Der Klassiker. Aber nicht weniger spannend. Es geht nicht darum, einen Fisch nach dem anderen zu fangen. Es geht um diese spannende Angelei an sich und wie Zander reagieren und wenn sie gerade keine gute Phase haben, dass sie dann nicht reagieren und wie sie den Köder angucken und kommen und wieder abhauen und ach, es ist einfach spannend. Nicht das Echolot fängt den Fisch, das gibt dir nur die Information. Schau mal, in dem tiefen Niveau, da sind sie. Ich kann sie werfen, ich kann sie anfischen. Es ist einfach effektiv und ich will da als Angler eigentlich auch immer effektiv angeln. Gerade weil Angelzeit immer begrenzt ist neben Job und Familie. Und ich hatte neulich richtig viel Feedback gehabt auf Instagram, blende ich mal ein. Da hatte ich in den Stories, ganz viele Stories, jemanden gefilmt, den ich hier an die Pinne gesetzt habe. Der gesagt hat, ich bin auch Bootsangler und so, aber die Echolot-Sache, naja, ich sag, probier's doch mal. Komm, setz dich mal hin unter meine Anweisung. Er hat 2,5 Stunden, 3 Stunden hier das probiert zu machen, anzufahren, zu stoppen, gegen die Abdrift und gleichzeitig anzuangeln und hat dann gesagt, boah, da gehört so viel Arbeit Training dazu, das wirklich hinzubekommen, wie ein Schlagzeugspieler. Ne? Der das dann auch koordinieren muss alles. Und erst wenn du das kannst, kannst du auch wirklich mit den Geräten Fische wirklich effizient beangeln. Aber da musst du erstmal hinkommen, das musst du erstmal üben. Und deswegen ist das ein ganz anderer Reiz, das damit zu machen, als zum Beispiel Wurfangeln oder Schleppen. Kommt wieder einer rein, nach langer Suche. Boah. Kommt. Na, wegziehen. Jetzt, oh, er hat ihn noch genommen. Boah, ist das krass. Boah. Wie willst du denn den Fisch beangeln, wenn er auch auf den geworfenen Köder nicht reagiert am Tag? Er braucht ja langsame Führung. Boah, ein schönes Ding, ey. Boah. Oh, ist der wütend. Yes! Juhu! Oh, wie geil! Ist er nicht schön? Der ist nicht anders zu kriegen. Wenn er dort steht, so im Freiwasser, ganz ruhig. Was willst du denn machen? Kannst du dich nur reinarbeiten und das dir aneignen. Jetzt fahre ich gerade hier rum, hier ist gerade nichts los, ich sehe nichts, finde nichts. Auch, gehört auch dazu, ne? Also wirklich Zeit zu investieren. Und jetzt zum Kritikpunkt. Es gibt Gewässer, auch in Deutschland, kleinere Gewässer, wo der Altfischbestand, also die Großzander, sich sehr oft im Freiwasser aufhalten und dort ja, unangetastet sind. Wenn jetzt ein Angler kommt, der sich da reinarbeitet, der es wirklich wissen will, der trainiert, der sich die Technik besorgt, das Fahren lernt und alles, der kann an diesen Fischen tatsächlich Schaden anrichten. Gerade wenn er es übertreibt und dann quasi gute Beißphasen ausnutzen, dann nicht aufhören kann und dann noch 2, 3 Kapitale am Tag fängt oder so. Das ist möglich manchmal. Und da muss man sich selbst bremsen und sagen, hey, ich bin zufrieden, ich habe mir einen gefangen, ich habe das Gewässer geknackt, ich habe einen PB in den neuen. Und dann damit wirklich dosiert umzugehen und das wirklich nur auf Gewässern, auf großen Gewässern und in Phasen zu machen, wo du anders keinen Zander kriegst. Und da sind wir selbst gefragt, wenn wir sehr viel Information haben, damit auch wirklich zu haushalten und wirklich auch respektvoll umzugehen. Und ich kann das auch nicht den ganzen Tag machen. Das ist auch so ein Kritikpunkt, also für mich selber. Ich mache das ein paar Stunden mal. Ich finde es auch mal eine Weile spannend, auch um rauszufinden, wie läuft es gerade hier am Gewässer, wo sind die Fische. Aber ich kann es nicht den ganzen Tag über machen. Die Information, dass die Zander an großen Seen im Sommer nicht am Grund stehen, lässt dich einfallsreich werden. Werfen im Freiwasser, mit einem leichten Kopf, langsam gekurbelt, wenn du weißt ungefähr die Höhe oder wo sie, wenn sie abends aufsteigen.
vertikal anfischen über Echolotgeräte. Schön langsame Präsentation, lieben Zander, aber das heißt nicht, dass er das auch immer nehmen. Wenn sie passiv sind, sind sie passiv. Was fällt dir noch ein? Schleppen wäre eine Möglichkeit mit Wobblern. Da musst du aber, die müssen richtig gut drauf sein, abends, brauchbar. Und was fällt dir noch ein an Montagen? Schreib es mal in die Kommentare. Du musst dich immer weiterentwickeln, wenn du neue Erkenntnisse bekommst. Das ist das A und O beim Angeln. Wir lernen immer noch dazu und die letzten Jahre waren sehr, sehr aufschlussreich über das Verhalten der Fische, gerade im Sommer und tagsüber da in tiefen, großen Seen. In dem Sinne, Informationen zum Coaching verlinkt. Ich bringe diese, zum Beispiel dieses Echolot-Technik-Angeln auch, wenn du wirklich, wirklich interessiert dran bist, dir auch gerne bei. Und auf unserem Kanal gibt es weitere Filme, wo ich vom Ufer aus angel. Vom Ufer, am See, am Fluss, am Kanal, auch Bootsangeln. Es ist die komplette Bandbreite drin, weil Zanderangeln einfach vielseitig ist. Und sich allem bedienen zu können, ist einfach genial. Also schau da mal rein und wir sehen uns hier zum nächsten Film. Abonniere euch mal den Kanal, dann verpasst ihr den auch nicht. Und ich angle jetzt noch ein bisschen weiter, gerade jetzt abends mit dem Werfen, ist geil. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge.